Ich habe heute wieder ein Gespielt-Video für euch mit 7 Spielen, die ich in den letzten Tagen und Wochen gespielt habe. Und am Ende dieser Folge kommt natürlich wieder ein kleines Ranking, in dem ich die 7 Spiele einranke in einer zufälligen Kategorie, die ich hier aus diesem Beutel ziehe. Teilweise sind das Kategorien, die ich mir selber ausgedacht habe und teilweise kommen diese Kategorien von euch. Und deswegen auch an dieser Stelle ein Aufruf, dass ihr mir ja kreative Kategorien, lustige Kategorien, kann auch was Ernsthaftes sein, was euch vielleicht besonders interessiert, schreiben könnt als Comment oder als E-Mail oder wie auch immer. Und dann nehme ich hier so ein kleines Los raus und werfe das in den Beutel mit eurer Kategorie und dann gucken wir mal, vielleicht kommt eure Kategorie dann ja in den nächsten Gespielt-Folgen. Und ich würde sagen, jetzt ziehen wir direkt mal die Kategorie, in der ich einranken muss, damit wir am Ende auch ein kleines Ranking haben. Und ich mache das hier einmal auf und mal sehen, was das hier ist. Nehme ich mit auf einen Städtetrip. Also Spiele, die ich vielleicht ganz gerne auf einem Städtetrip mitnehme. Ja, ich stelle mir vor, das könnte sowas sein wie, ja, ich bin dann abends K.O. und ja, könnte dann aber noch was Kleines spielen. Ich bin gespannt, wie ich dann am Ende das bewerten werde. Und jetzt fangen wir einfach direkt mit den 7 Spielen an. Das erste Spiel, von dem ich euch berichten möchte, ist Azul. Das ist ja das Spiel des Jahres 2018 geworden. Wir haben es mal wieder ausgepackt und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Wir haben direkt 2 Partien hintereinander gespielt. Einmal mit der Standardvariante und einmal mit der etwas schwierigeren Variante. Bei Azul versuchen wir Fliesen zu legen und zwar in so einem kleinen Sudoku-Raster. In der normalen Variante ist quasi vorgegeben, welche Fliesenfarbe auf welches Feld muss und in der schwierigeren Variante müssen wir das quasi selbst ausloten. Das heißt, da kann man sich dann auch ganz gut mal verbauen. Und dann läuft es so, dass wir in der Mitte solche Teller haben. Auf diesen Tellern sind jeweils Fliesen drauf, die ziehen wir zufällig aus dem Beutel und wenn man dran ist, kann man sich nun eine Fliesenfarbe von einem Teller nehmen und dann alle Fliesen dieser Farbe und der Rest kommt dann in die Mitte. Das heißt, der Teller wird dann abgeräumt und dann häuft sich in der Mitte so ein kleines Konvolut von unterschiedlichen Fliesen an. Aus diesen Fliesen kann man auch nehmen in der Mitte, aber dann bekommt man den Startspielermarker, was bedeutet, dass man einen Minuspunkt bekommt. Ja, und so läuft dann eine Runde, bis alle Fliesen verteilt worden sind und immer wenn man sich Fliesen genommen hat, muss man sie auf sein Fliesenvorbereitungsfeld legen oder auf seine Fliesenvorbereitungsleisten. Und das läuft so, dass wir immer unterschiedliche Leisten haben. 1, 2, 3, 4 und 5 sind die lang. Und wir müssen dann immer quasi Sorten rein auf diese Leisten legen. Und wenn wir eine Leiste voll haben, dann können wir am Ende der Runde jeweils die Fliesen auf unsere Fliesen kleben, auf unsere Wand kleben. Und dann versuchen wir möglichst geschickt Reihen und Spalten voll zu bekommen, um dann Punkte zu erlangen. Wir versuchen das so hinzupuzzeln, dass wir wenig Fliesen übrig haben, wenn wir uns Fliesen nehmen, weil jede Fliese, die wir nicht auf diese Vorbereitungsleisten legen können, sind Minuspunkte. Und ja, so läuft es eigentlich im Grunde genommen. Wir machen dann eine bestimmte Anzahl von Runden und beziehungsweise es läuft immer so lange, bis einer eine komplette Spalte voll hat. Und dann wird geguckt, wer die meisten Siegpunkte hat. Und ja, unglaublich fluffiges Game, unglaublich schnell gespielt, unglaublich leicht erklärt. Es gibt mittlerweile ja auch so Double-Layered-Playerboards dafür und so oder so Aufdeckrahmen. Es gibt mittlerweile auch so eine kleine Mini-Variante davon, die man so pocketmäßig wirklich sehr gut in den Koffer bekommen kann, falls man das mit in Urlaub nehmen möchte. Aber auch das große Azul von 2018, das Standard, in der Standardversion, ist ein grandioses Spiel und es hat wieder richtig viel Spaß gemacht und ich weiß ganz genau, warum ich das Azul in meinem Schrank habe und auch das neue Azul Queen's Garden aus dem letzten Jahr, weil diese Spiele doch sehr unterschiedlich sind, auch vom Niveau her und ja, es macht total Sinn, ein bisschen das Azul, das normale ist ein bisschen fluffiger und das Azul Queen's Garden ist ein bisschen Gehirn oder ja, ein bisschen grübellastiger, aber es macht total Sinn, beide in der Sammlung zu haben, finde ich. Ja, hat super viel Spaß gemacht. Azul. Dann haben wir noch die eine oder andere Runde Marvel Dice Throne gespielt. Ihr wisst ja, ich bin ein absoluter Dice Throne Noob, aber ich bin jetzt auf den Geschmack gekommen und das Spiel kommt doch durchaus öfter jetzt wieder auf den Tisch. Ich hatte ja einmal schon in meinem Einzelvideo hier die Marvel Dice Throne Version, die deutsche, die jetzt rausgekommen ist, mit 3 Helden vorgestellt in einem kleinen Ablaufvideo und in einem kleinen Kurzfazit. Und ja, jetzt ist es so, dass wir regelmäßig Dice Throne rausholen und ich habe mir auch echt schon überlegt,
welche Dice Throne Version ich mir noch kaufen soll. Ich habe auch gesehen in den Kommentaren, in dem Video habt ihr auch richtig viele coole Tipps gegeben, welche Helden ganz cool sind, welche stark sind, welche vielleicht nicht so toll sind, mit welchen man anfangen kann. Ja, macht immer wieder Spaß. Dice Throne, vielleicht für die, die es noch nicht kennen und die das Video auch nicht geguckt haben. Es ist im Grunde genommen Kniffeln in geil. Wir haben jeder einen Helden. Das ist jetzt in der speziellen Variante, ist es ein Marvel-Held. Also ich habe hier zum Beispiel Black Panther oder Doctor Strange in dieser Version. Und dann ist es so, dass wir ja kniffelartig mit Straßen, Full House, also verschiedenen Symbolen, die auf den Würfeln drauf sind, dann verschiedene Fähigkeiten von unserem Helden aktivieren können. So Kampffähigkeiten, es gibt auch passive Fähigkeiten teilweise, es gibt auch so defensive Fähigkeiten. Und dann versuchen wir dem Gegenüber dann eine bestimmte Anzahl von Leben abzuziehen und ja, gegen ihn quasi zu gewinnen. Und je nachdem ist es wie beim Kniffel, ich kann dann Würfel wieder neu werfen. Und was Coole ist noch, wir können halt auch auf die Würfel des Gegners reagieren. Also wenn er zum Beispiel ein Full House geworfen hat und eine super starke Fähigkeit dann triggern möchte, dann können wir auch vielleicht eine Karte spielen, um dann einen Würfel von ihm noch zu verändern. Und wir können dann auch wieder eine Karte spielen, um unseren Würfel auch wieder zu verändern. Also es ist schon ziemlich cool, muss man sagen. Es ist ein ziemliches, ja, es ist ziemliches Hin und Her. Es ist natürlich auch viel Glück dabei, es ist natürlich ein Würfelspiel. Aber ja, es macht unglaublich viel Spaß. Es ist halt nicht so cool für einen Urlaub, muss man sagen, wie das normale Kniffel, weil die Boards doch relativ groß sind. Das heißt, ja, ich würde es auch nicht mit in Urlaub nehmen. Es ist eher was für zu Hause im Kniffel. Wie oft habe ich bitte Kniffel im Urlaub gespielt, auch als Kind? Es ist natürlich immer noch eines der beliebtesten Urlaubsspiele schlechthin. Mit dem Würfelbecher, dem kleinen Block und dem Stift ist man dabei. Das geht natürlich bei Marvel Dice Throne nicht oder überhaupt bei Dice Throne nicht. Aber trotzdem, ein richtig, richtig geiles Duell-Würfelspiel. Dann ist auch mal wieder Bonsai auf den Tisch gekommen. Bei Bonsai habe ich mich ja tatsächlich ein bisschen gewundert, dass das nicht auf der Spiel des Jahres Empfehlungsliste gelandet ist. Scheint bei der Spiel des Jahres Jury dieses Jahr komplett, ja, durchgefallen zu sein. Ich weiß es nicht. Ich finde es richtig cool. Ich finde es vom Thema unglaublich fett. Ich finde es spielerisch wirklich nett, muss man sagen. Ich habe ja auch ein Einzelvideo dazu gemacht. Könnt ihr euch hier gerne nochmal angucken. Verlinke ich euch ganz gerne nochmal mit einer Regelerklärung und einem Kurzfazit. Und ja, für Bonsai-Fans ist das einfach ein Muss. Ich habe vor allen Dingen, während ich dieses Spiel gelernt habe oder die Regelerklärung gelesen habe, habe ich erstmal erfahren, dass ja Bonsai gar nicht der Baum ist, sondern quasi der Kunst, diese Bäume zu züchten bzw. diese Bäume in verschiedene Formen zu bringen. Das fand ich auch sehr interessant. Und bei dem Spiel geht es genau darum. Wir haben so einen kleinen Bonsai-Baum. Und diesen versuchen wir mit Stämmen auszustatten, mit Blättern auszustatten, mit kleinen Früchten auszustatten. Es läuft in so einem kleinen Drafting-Mechanismus. Es gibt immer eine Auslage von Plättchen bzw. von Karten. Und diese Karten können wir dann nehmen und mit diesen Karten kommen dann neue Plättchen auch mit einher. Und diese Karten verändern dann noch, wie viele Plättchen wir gleichzeitig bauen können. Diese Plättchen verändern, wie viele Plättchen wir gleichzeitig lagern können. Dann gibt es noch Plättchen, die wir dann zusätzlich bekommen durch diese Karten. Es gibt noch so Punktekarten. Ja, und dann läuft das Spiel im Grunde genommen ganz einfach, solange bis der Kartenstapel leer ist, denn in seinem Zug nimmt man sich eigentlich immer eine Karte oder man baut Plättchen an seinen Baum. Da gibt es noch so Zielplättchen, die man erfüllen kann, wer ja über bestimmte Grenzen als erstes gekommen ist. Da muss man dann auch immer ausloten, okay, will ich jetzt die niedrigere Zielkarte werden oder gehe ich auf die höhere, muss dann immer schauen, okay, wie weit sind meine Gegner. Ja, tolles, fluffiges Game und ich finde, es sieht einfach grandios aus. Ich mag diesen Look von dem Bonsai, den man dann vor sich liegen hat, diesen Bonsai-Baum, wie man den dann gebaut hat in seiner kleinen Schale. Richtig geiles Ding. Ich verstehe nicht ganz, warum das in der Spiel des Jahres Jury ja nicht gut ankam, warum das gar nicht auf der Empfehlungsliste gelandet ist. Für mich hätte es auf die Empfehlungsliste gehört und deswegen spiele ich es auch immer wieder gerne. Ja, Bonsai, ein super Spiel. Dann hatte ich die Möglichkeit, einmal Star Wars Bounty Hunters zu spielen. Star Wars Bounty Hunters ist im Grunde genommen ja ein sehr einfaches Seven Wonders im Star Wars Stil. Wir haben hier ein kleines Kartenspiel, bei dem wir ja Bounty Hunters legen wollen, also Gejagte, und wir wollen Jäger legen. Und wir wollen quasi dann ja mit den Jägern so viele Punkte sammeln, dass wir diesen, ja, dass wir die Voraussetzungen erfüllen, diesen Gejagten quasi zu punkten oder mit dem zu punkten. Und ja, das ist im Grunde genauso wie bei Seven Wonders. Wir haben eine bestimmte Anzahl von Karten auf der Hand. Dann ist es so, na, ist nicht ganz wie bei Seven Wonders. Wir ziehen dann eine Karte von einem Stapel. Es gibt vier verschiedene Kartenfarben, die dann unterschiedliche, ja, Wahrscheinlichkeiten haben, was da so drin sein kann, beziehungsweise einfach unterschiedliche Karten auch besitzen. Und dann ziehen wir eine und dann müssen wir alle gleichzeitig entscheiden, was wir mit einer Handkarte von unserer Hand machen. Da können wir entweder eine Karte
verkaufen, wir können eine Karte ausspielen, ja, und das war es im Grunde genommen auch. Also wenn wir sie verkaufen, kriegen wir einfach ein Geld, und wenn wir sie ausspielen, spielen wir sie in unsere Auslage. Es gibt dann noch so Joker-Karten, und ja, wenn wir das gemacht haben, dann geht es reihum wieder, dass wir unsere Karten weitergeben, wir bekommen die vom Nachbarn, dann haben wir wieder neue Handkarten, wir ziehen wieder eine und wir spielen wieder was aus und so weiter und so fort. Das machen wir eine bestimmte Anzahl von Runden, bis, ich glaube, irgendjemand eine bestimmte Anzahl von gewerteten oder ja, Gefangenen, Gejagten hat, die er dann in seiner Leiste fertig gemacht hat. Und dann werden die Punkte ausgezählt. Es gibt auch noch so Zielkarten, die man ausspielen kann. Wie gesagt, es gibt auch noch so Joker-Karten. Ja, relativ einfaches Spielprinzip. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, aber ich muss sagen, also weiß ich nicht, ja, es ist Star Wars, ist cool. Karten sehen auch echt ganz schön aus, aber ich glaube, ich würde tatsächlich Seven Wonders immer dem Star Wars Bounty Hunters vorziehen. Natürlich ist das super klein in der Schachtel, man kann es auch einfach mal schnell mit hinnehmen. Es ist nicht so pompös wie Seven Wonders, auch wenn Seven Wonders ja im Grunde genommen auch nur Karten hat und ja so ein paar Gimmicks drumherum, die jetzt Star Wars Bounty Hunters nicht hat. Wir haben es auch nur zu zweit gespielt, das heißt, ich weiß auch nicht so genau, wie es dann in diesem großen Kreis funktioniert, mit diesem immer alles gleichzeitig machen und so, aber ich stelle mir vor, dass das wirklich sehr gut funktioniert. Dauert auch nicht besonders lange, hat mir ganz gut gefallen, aber ist für mich jetzt nicht was Besonderes. Also ist jetzt nicht, erfindet das Rad jetzt nicht neu, ist ganz nett mit diesen, Leuten, die man da fangen muss mit seinen Bounty Hunter, dass man die dann auslegt. Die Karten haben dann jeweils auch immer noch so ein, ja, es gibt so drei Farben, die man dann erweitern muss, und dann muss man halt auf diesen Wert dieser drei Farben kommen und so, und dann muss man halt taktieren, wo man was hinlegt und wann man Schluss macht und so. Gibt schon so ein paar taktische Kniffe auf jeden Fall, die man da machen kann, aber insgesamt, ja, sehr unaufgeregt, hat mir aber trotzdem ganz gut gefallen. Dann habe ich ein weiteres Spiel mitgespielt, eine Partie, und zwar geht es um Wild Tiled West. Das ist ein Spiel, bei dem, ja, das war, glaube ich, in dem Better Board Games Video, wo sie über das Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres geredet haben, wurde das da von Flo angepriesen, und das habe ich jetzt bei Dennis mitgespielt, und es hat mir wirklich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also ein wirklich außergewöhnliches Plättchenlegespiel. Also ein bisschen, ja, es hat so diesen Außergewöhnlichkeitsfaktor, wie auch Planet Unknown es hat. Es ist ein Drafting-Game, also wir, ja, was machen wir? Wir würfeln im Grunde genommen. Und dann, wenn wir gewürfelt haben, dann wird immer eine Zeile und eine Spalte bestimmt, aus der wir dann einen Teil nehmen können. Und wir können entweder immer das oberste oder das am weitesten links befindliche Teil nehmen, oder wir können dafür bezahlen, weiter runter zu gehen. Zumindest, ja, den Fluss runter. Und dann wählen wir, je nachdem, ob wir Startspieler sind oder nicht, einen Teil. Und dann legen wir das auf unseren Plan. Und dieser Plan, der besteht aus ja verschiedenen, was sind das, Quadranten im Grunde genommen. Das sollen verschiedene Städte darstellen. Und diese Städte können wir dann vollpuzzeln. Wir können dann auch spezielle Gebäude dort bauen, die dann je nachdem, wie wir was da rumgebaut haben, unterschiedlich viele Punkte bringen. Wir können ja immer, es gibt noch so Banditen, die man auf den Teilen haben kann, die dann Minuspunkte bringen. Aber es ist dann wieder cool, wenn man Sheriffs hat, die diese Banditen dann erledigen. Dann ist das wieder gut. Und es gibt dann auch ja bestimmte Zielplättchen, oder es gibt so eine Zielkarte, glaube ich, noch, die man dann erfüllen kann. Ja, ein wirklich sehr cooles Game. Es geht auch über eine bestimmte Anzahl von Runden. Sieht einfach auch richtig klasse aus. Ich glaube tatsächlich, es so die ersten Partien könnten richtig cool sein, weil es auch sich richtig lustig anfühlt und richtig gut anfühlt. Es sieht auch toll aus. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man das dann öfter spielt, könnte es relativ schnell eintönig werden. Das ist halt der Gag bei Planet Unknown, dass wir bei Planet Unknown im Grunde genommen ja auch als Plättchenlegespiel so viele verschiedene Variationen haben mit asymmetrische Variable Player Powers, asymmetrische Fertigkeiten. Wir haben diese unterschiedlichen Planeten und so. Und davon lebt Planet Unknown ja so ein bisschen, dass man da so viel Wiederspielwert hat. Und ich weiß nicht, ob das Wild Tiled West auch hat. Das Spiel gibt es ja auch noch gar nicht auf Deutsch. Ich weiß auch nicht so genau, wo man das bekommt und wie viel es kostet. Also ich weiß ich nicht, ob es sich lohnt, sich das zu holen. Ja, müsste ich irgendwie vielleicht noch ein, zwei Mal spielen. Aber grundsätzlich hat es mir wirklich relativ viel Spaß gemacht. Dann haben wir zwei Partien Five gespielt. Five hatte ich auch in meiner Top-Liste. 10 Spiele unter dem Radar. Also 10 Spiele, die mehr Aufmerksamkeit benötigen. Und ja, ich kann es noch mal wiederholen. Das ist so ein klasse Spiel. Und ich verstehe nicht, warum das so untergegangen ist. Es sieht toll aus, muss man sagen. Es hat einen cleveren Mechanismus und es dauert einfach nicht zu lange. Es ist fluffig gespielt. Alle können irgendwie gleichzeitig spielen. Es gibt kaum Downtime. Es hat irgendwie alles, was ein cooles Spiel braucht. Es hat auch noch tolle Komponenten.
Ja, weiß ich auch nicht so genau. Kann ich irgendwie nicht. Ich verstehe nicht, warum das nicht mehr gehypt wurde. Bei Five ist es so, dass wir versuchen, aus einem Beutel gezogene Plättchen möglichst gut in unser Tableau zu legen. Das sind so kleine Scheiben und von diesen Scheiben gibt es ganz schön viele, muss man sagen. Es gibt 5 verschiedene Symbole mit 5 verschiedenen Zahlen in 5 verschiedenen Farben. Und ja, das könnt ihr euch vorstellen, das ist eine Menge von diesen, von diesen Plättchen, die man dann da hat. Und ja, da würde ich auch sagen, gibt es so ein, das, der Kritikpunkt, dass man da auch wirklich Pech haben kann, was man da so zieht und Glück haben kann, was man da so zieht. Aber trotzdem, ich würde sagen, auf lange Zeit gleicht sich das einigermaßen aus. Und dann geht es darum, dass wir immer 2 Plättchen haben und dann entscheiden müssen, welches Plättchen wir wohin legen. Und dann gibt es eine Reihe von Wertungstafeln. Das sind so coole kleine Surfbretter. Und diese Wertungstafeln müssen wir dann immer an unsere, entweder an eine Spalte oder an eine Zeile legen oder in die Diagonale, je nachdem, ob wir dort einen Stein liegen haben. Das heißt, jeder Stein muss immer genau ein Surfbrett mit einer Zielwertung haben, der auf ihn zeigt. Und am Ende des Spiels wollen wir aber in jeder Spalte, in jeder Zeile und in dieser Diagonale ein Wertungsplättchen haben. Und diese wollen wir dann auch während des Spiels werten. Das heißt, jedes Mal, wenn wir eine Reihe oder eine Spalte voll haben, dann schauen wir, ob wir das zugehörige Wertungsplättchen damit erfüllt haben. Das ist dann einfach solche, so relativ einfache Wertungen wie ich möchte eine Zahlenreihe von 1 bis 5 oder ich möchte ein Full House mit Symbolen, ich möchte ein Full House mit Farben, ich möchte quasi, das ist das Plättchen, was am meisten Punkte bringt, unterschiedliche Farben, unterschiedliche Symbole und unterschiedliche Zahlen in meiner Reihe haben. Ich möchte bestimmte Symbole in einer bestimmten Anordnung haben und so weiter und so fort. Und jeder, wenn man quasi eine Wertung, der erste war, der eine Wertung geschafft hat, dann kriegt man auch extra Punkte, die man sich nehmen kann. Ja, und dann gibt es noch so Spezialfähigkeiten, die man ab und zu auslösen kann. Wenn so eine Muschel aus dem Beutel gezogen wird, dann kann man noch so eine Spezialfertigkeit auslösen. Da kann man zum Beispiel Steine tauschen oder man kann einen Stein als Joker definieren. Kriegt dann aber auch je nachdem, ob man die Fertigkeiten angewendet hat oder nicht, am Ende weniger Punkte, ja, dafür, dass man sie angewendet hat. Und ja, mega Game. Also wir haben auch wieder direkt 2-mal hintereinander gespielt, weil wir irgendwie ja so ein Battle hatten. Wir spielen es tatsächlich sehr oft zu zweit. Das kann man auch wirklich toll zu zweit spielen. Das kann man aber auch zu viert spielen oder ich glaube, es sind sogar 5 Boards dabei. Ich bin nicht ganz sicher, weil alle ja gleichzeitig spielen. Das heißt, man hat eigentlich so gut wie keine Downtime. Dieses mit den Muscheln, dass man die aus dem Beutel zieht und dann eine Fertigkeit aktiviert, das verändert sich natürlich so ein bisschen dadurch, dass ihr das, wenn ihr das zu zweit spielt, dann werden die ein bisschen seltener gezogen. Das heißt, ja, diese Fähigkeiten kommen dann nicht so ganz zum Tragen. Wir haben immer so durchschnittlich, ja, sagen wir mal 2 bis 3 Muscheln in der 2-Spieler-Partie, die man dann ja, benutzen kann, um die Sachen zu aktivieren. Ganz am Anfang im Spiel lohnt es sich halt auch überhaupt nicht, solche Sachen zu aktivieren. Ja, das verändert sich ein bisschen mit der Statistik, könnte man aber auch, man kann das ja auch ein bisschen pimpen, dann tut man da noch ein paar mehr Muscheln rein, wenn man zu zweit spielt, was auch immer. Mega Spiel. Kann ich euch nur empfehlen, dass ihr euch das mal anguckt. Five hat auf jeden Fall wieder richtig viel Spaß gemacht. Dann habe ich zum Schluss noch einen Kracher für euch. Ich habe nämlich mal wieder Nucleum gespielt und zwar dieses Mal mit der Australien-Erweiterung. Nucleum ist ja im Grunde genommen eine Mischung aus Barrage, also Wasserkraft und Brass, wobei ich finde, ist das tatsächlich Wasserkraft, ja, so ein bisschen Wasserkraft ist damit drin, aber hauptsächlich ist es eine Umwandlung oder eine Abwandlung von Brass, würde ich sagen. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht mal wieder. Es ist einfach ein so gutes Spiel. Bei Nucleum versuchen wir, uns ein Netzwerk zu bauen und wir versuchen, dort Energie zu produzieren, um ja, Städte und Häuser mit Energie zu versorgen und diese ja, zu beleuchten. Und das machen wir, indem wir so einen ziemlich coolen Aktionsauswahlmechanismus haben. Wir haben solche Aktionsplättchen, die uns immer 2 Aktionen zeigen und die auf der Rückseite eine Schiene sind. Und nun können wir in unserem Zug entweder sagen, okay, ich will dieses Aktionsplättchen erstmal über mein Board spielen, was quasi ja mein Board erweitert. Es gibt da so 3 Leisten und man bekommt dann in der Einkommensphase immer nur ja, solche Goodies bis zu dem Punkt, wo man auch diese Plättchen, diese Aktionsplättchen gelegt hat. Das heißt, da kann ich das einfach hinlegen und dann mache ich einfach beide Aktionen. Oder ich kann diese Plättchen nutzen, um mein Netzwerk zu erweitern oder überhaupt um das Netzwerk auf dem Board zu erweitern. Dann kann ich die Aktion nur ausführen, wenn die die richtige Farbe haben, passend zur Stadt oder zu einem Aktionsplättchen, was da schon liegt. Und kann sie dann anschließend umdrehen, um sie als Schiene zu verwenden. Und dann muss ich so einen Typen draufstellen und dann habe ich quasi mein Netzwerk erweitert und kann halt sagen, okay, das ist jetzt hier in meinem Netzwerk.
Und in diesem Netzwerk möchte ich dann Kohle transportieren, ich möchte Nukleum transportieren, das muss immer erst zu Kraftwerken und in diesen Kraftwerken wird das dann zu Energie und dann muss ich die Energie zu diesen Städten transportieren. Ich muss auch Gebäude bauen, um diese dann klar quasi genauso wie bei Brass ja mit Elektrizität zu versorgen, um dadurch Punkte zu generieren. Und jetzt in dieser Australien-Erweiterung, also das ist vielleicht erstmal so grob zum Spielen, jetzt, was gibt es in dieser Australien-Erweiterung neu? Tatsächlich gar nicht so viel. Es gibt eine neue Karte, klar, es ist jetzt Australien. Ich habe das Gefühl, sie ist ein bisschen geiler gebalanced, weil ich finde, bei dem normalen Nukleum ist so diese Prag-Ecke da unten schon sehr stark, vor allen Dingen, wenn man die für sich hat. Und jetzt bei Australien gibt es ja eine neue Map und dann gibt es noch so Schiffslinien. Es gibt jetzt quasi Schiffe, die man bauen kann, um mit diesen Schiffen auch Waren zu transportieren. Außerdem gibt es jetzt die Möglichkeit, Kohlekraftwerke dauerhaft oder beziehungsweise Kohle dauerhaft zu haben. Man kann solche Bergwerke jetzt sich holen und dann hat man dauerhaft immer irgendwie Kohle zur Verfügung. Das heißt, der Kohlemarkt ist ein bisschen kleiner geworden. Man kann nicht mehr so viel Kohle kaufen, nur noch an zwei bestimmten Stellen. Und den Rest muss man sich durch diese einzelnen Kohlebergwerke holen. Und ja, es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Dieses Schiffsthema, das ist so ein bisschen, hat gar nicht so viel Auswirkung gehabt. Also es vergrößert irgendwie das Netzwerk. Und ja, man kann so die eine oder andere abzweigen oder den einen oder anderen Umweg dann machen, damit man sein Netzwerk irgendwie auch vervollständigt bekommt und die anderen eigentlich blockieren. Aber so große Auswirkungen hat es jetzt, glaube ich, nicht. Vor allen Dingen, weil es auch relativ teuer ist, diese Schiffe zu bauen. Vor allen Dingen, wenn da schon ein Schiff steht. Beziehungsweise es kostet halt auch eine Aktion. Und diese Bergwerke sind aber mega, muss ich sagen. Also das fühlt sich so ein bisschen an wie von Brass Lancashire auf Brass Birmingham mit dem Bier. Das Kohle wird jetzt nochmal zu so einem eigenen Faktor durch diese Bergwerke, die man da ja für sich einnehmen möchte. Und ja, gibt natürlich dann auch noch ein paar neue Zielplättchen, ein paar neue Aktionsplättchen, aber ansonsten ist es relativ unaufgeregt. Man kann diese Erweiterung einfach, ja, man könnte sie spielen oder man lässt es halt. Ich glaube, das von dem Balancing ist es vielleicht für viele Spieler eher interessant, die Erweiterung zu spielen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt Gelegenheitsspieler, bräuchte ich die Erweiterung nicht unbedingt. Und es wurde ja auch schon noch eine weitere Erweiterung angekündigt, da bin ich auch nochmal gespannt. Ich hoffe, die ist ein bisschen größer, ein bisschen umfangreicher, bringt nochmal ein bisschen mehr. Aber ja, Nukleum, ein tolles Spiel, was definitiv nie meine Sammlung verlassen wird. Das war's mit den 7 Spielen für heute und jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch einranken. Ich hatte ja vorhin gezogen, nehme ich auf einen Städtetrip mit. Ja, das wird relativ einfach, glaube ich, denn ja, das auf Platz 7 nehme ich das größte Spiel, den größten Brecher Nukleum. Das werde ich safe nicht mit auf einen Städtetrip mitnehmen. Nach einem langen Marsch durch irgendeine Stadt habe ich wirklich keine Lust mehr, sowas zu spielen. Deswegen das auf die 7. Auf Platz 6 nehme ich Marvel Dice Throne mit. Also, ich nehme es nicht mit im Grunde genommen, weil auch Marvel Dice Throne ist mir ein bisschen zu groß, muss ich sagen. Es ist ja zwar wie Kniffel, aber es hat einfach zu viel Kram noch drumherum, als dass ich das irgendwie mit auf einen Städtetrip mitnehme. Ich glaube, dann würde ich doch eher zu Kniffel greifen als zu Marvel Dice Throne. Wenn es ein bisschen kleiner und kompakter wäre mit kleineren Boards, die man vielleicht noch so klappen könnte oder so, dann würde ich mir das tatsächlich überlegen. Aber ja, deswegen eher hier auf der 6. Dann auf Platz 5 setze ich Wild Tide West, auch weil es tatsächlich so ein bisschen zu umfangreich ist, als dass ich es mal eben irgendwie auf einen Städtetrip mitnehmen würde. Man muss diese Plättchen dann irgendwie einsortieren, jeder hat noch so ein großes Playerboard, dann gibt es in der Mitte dieses riesige Draftingboard. Ja, weiß ich nicht, ist glaube ich nicht so geeignet für einen Städtetrip. Dann auf die 4, ich glaube, da gehe ich mit 5. Five ist auch eher so ein Urlaubsspiel, also so ein Städtetrip ist ja auch Urlaub, aber eher so ein Strandspiel, das vermittelt so dieses hawaiianische Strandfeeling, das verbinde ich mit Five und ich glaube, wenn ich so einen Strandurlaub machen würde, dann würde ich es irgendwie mitnehmen wollen, aber auf einen Städtetrip, nee, eher nicht. Dann auf die 3, ja, da nehme ich Bonsai mit, auf der 3 nehme ich Bonsai. Es ist zwar ein bisschen kleiner und kompakter als Azul, aber ja, ich habe einen ganz guten Grund, warum ich Azul mitnehmen würde. Das heißt Bonsai auf die 3 mit einer kleinen Packung. Kann ich mir schon ganz gut vorstellen, auch
Ja, das mitzunehmen auf einem Städtetrip, wenn man abends irgendwie im Restaurant sitzt und vielleicht noch ein bisschen irgendwie oder in der Kneipe, ein bisschen was, ja, Puzzles, nimmt nicht viel Platz weg. Das passt auf jeden Fall. Dann auf die 2 Azul. Und zwar, ja, ich fahre natürlich nach Lissabon, schaue mir dort überall die coolen Kacheln an, die in Portugal natürlich sehr bekannt sind. Und dann sitze ich vielleicht in so einem Café, gucke mir die Kacheln auf dem gegenüberliegenden Haus an und ja, zocke eine Runde Azul und baue mir auch irgendwie meine schönen Kacheln. Das hat doch was, oder? Deswegen würde ich Azul auf jeden Fall auf die 2 nehmen. Und dann auf Platz 1 nehme ich natürlich Star Wars Bounty Hunters mit. Das ist einfach das kompakteste, kleinste Kartenspiel. Das kann ich einfach mal eben so auspacken. Ich stelle mir das vor, 25 Grad irgendwo. Ich bin gerade in Rom oder so, sitze abends noch irgendwo in einem Café. Super entspannt, wir trinken Weinchen, trinken Bierchen und zocken einfach ein bisschen Karten. Also insofern, ich glaube, das ist das Spiel, was ich am ehesten mitnehmen würde auf einen Städtetrip. Wie seht ihr das? Habe ich damit völlig ins Klo gegriffen oder stimmt ihr mir zu? Wie hättet ihr das vielleicht gerankt? Oder ja, welches ist denn das Spiel, was ihr in eurer Sammlung habt, was ihr auf einen Städtetrip auf jeden Fall mitnehmen würdet oder auch immer mitnehmt? Ich bin mal gespannt, vielleicht kriege ich da noch ein paar Tipps von euch. Und ansonsten würde ich mich natürlich über ein Abo hier auf meinem Kanal freuen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann könnt ihr mir auch ganz gerne einen Daumen nach oben geben. Und ein Abo solltet ihr auf jeden Fall da lassen, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Macht auch am besten die Glocke an. Und hier und da, ihr wisst das, wie das geht. Ich freue mich über eure Unterstützung. Und wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, habe ich auch noch ein weiteres Video hier für euch, beziehungsweise 2 Vorschläge. Hier oben einmal ein Video. Da verlinke ich euch nochmal ein Gespielt-Video, das letzte Gespielt-Video. Aus, ja, wo ich wieder 7 Spiele vorstelle. Und dann hier unten ein Video, was der YouTube-Algorithmus euch vorschlägt. Vielleicht ist das ja was für euch. Schaut einfach mal und stöbert auf meinem Kanal. Es gibt so viele coole Brettspiel-Videos hier. Ja, und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich ciao, ciao.